Moin Moin und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es darum, wir wollen beweisen, dass dieses Sicherheitsschema hier genauso sicher ist oder fast genauso sicher ist wie das One-Time-Pad, nur dass es eben deutlich weniger von diesem dämlichen Zufall braucht, von dem wir nur so schwer ein bisschen was abkriegen. Okay, dazu machen wir einen Reduktionsbeweis und ja, im Prinzip genau derselbe wie letztes Mal auch. Also nicht ganz genau derselbe, aber ja, zuerst mal brauchen wir hier diese Boxen. Wir brauchen sie nicht, aber es ist dadurch deutlich anschaulicher und deswegen mache ich die ganz gerne. Und innen drin brauchen wir auch nochmal eine Box, allerdings bitte wieder nicht in Blau, sondern dieses Warm Gray war cool. Okay, so, und hier drin steht jetzt wieder der Angreifer, Angreifer A. So, und wir wollen jetzt beweisen, dass wenn dieser Angreifer A unser Sicherheitsschema bricht, dass wir dann was Cooleres brechen können. Nämlich wir können entscheiden, ob die Funktion, die wir benutzt haben, pseudo-zufällig war oder echt zufällig. Und das ist quasi unsere Grundlage, von der wir ausgehen, dass es nicht möglich ist. Wir sagen, wir können nicht unterscheiden, ob eine Funktion Pseudo-Zufall generiert hat oder echten Zufall. Das heißt, wir können das eigentlich gar nicht brechen und wir wollen dadurch unseren Angreifer A widerlegen. Das heißt, wir zeigen im Prinzip, dass es keinen solchen Angreifer A geben kann. So, genug gelabert, fangen wir direkt mal an. Und zwar wollen wir jetzt hier mal so einen Beweis starten. So, wir bekommen jetzt diesmal aber keinen Zufall oder sowas von unserem lieben Herrn von außen, sondern wir bekommen dieses Mal eine Funktion, und zwar eine Funktion f. Ich schreibe das hier einfach mal so mit einem Punkt in der Mitte. Das bedeutet, wir können da was reinstopfen, bekommen wieder was zurück. Es kann natürlich sein, dass hier schon dieses FK, steht, aber das wissen wir nicht. Man kann nicht unterscheiden, ob das jetzt eine wirklich zufällige Funktion F hier ist oder ob das eine Pseudo-Zufallsfunktion FK, und dann unser Parameter ist. Das können wir nicht rausfinden. Deswegen schreiben wir einfach F hier hin. Man schreibt auch manchmal dieses F als FK so dahin, aber wir lassen das jetzt einfach mal komplett weg, weil wir können es ja nicht wissen, was es ist. Okay, so, was wir jetzt machen ist, wir schustern uns hier drin unser Spiel zusammen, unser Unentscheidbarkeitsspiel, das wir gerade eben erstellt haben, oder letztes Mal, um genau zu sein. Genau, so, also unser Angreifer bekommt jetzt hier Folgendes von uns. Erstmal kriegen wir was von ihm, nämlich die Nachrichten, wie immer. Das ist jetzt nämlich unser Spiel, das wir schon die ganze Zeit kennen. Und der Pfeil ist schief. Ich mag keine schiefen Pfeile. Gut. So. Hallo, Textbox? Textbox, hallo. Jetzt. Okay. Wir bekommen von ihm die Nachricht M1 und M0 vielleicht. Zuerst M0 und dann bekommen wir die Nachricht M1. So. Das ist das, was wir von ihm kriegen. Jetzt liefern wir ihm was zurück. Und zwar die verschlüsselte Version davon. Ihr kennt es ja alles, das brauche ich nicht mehr so genau hinschreiben. Wir verschlüsseln jetzt hier drin einfach ein Chiffrat C mit unserem Algorithmus, den wir uns hier oben definiert haben, nämlich eng von unserem Schlüssel K, beziehungsweise von unserem Seed K, um genau zu sein, in dem Fall jetzt, also von dem echten Zufallsschlüssel und von der Nachricht MB. Dieses B haben wir jetzt uns selber auch gezogen. Also im Prinzip müsste ich mach's doch mal ein bisschen ausführlicher hier, damit ihr auch versteht, was ich hier gerade mache. Darum geht's ja. Okay, das heißt, wir haben uns, wenn ich jetzt bitte eine Textbox schreiben dürfte, danke. Wir haben uns erstmal ein B random gezogen, das ist dieses B hier unten, das wählt uns quasi die Nachricht aus und wir haben uns einen Schlüssel random gezogen, also S aus Gen. So, aber dieses Eng hier, was wir, nein, das da hätte ich gerne, nein, das hier. So, jetzt aber. Dieses Eng, was wir hier benutzen, dieses Eng S, MB, das benutzt diese Funktion FK von S. Aber es kann auch diese Funktion F hier benutzen. Das heißt, wir benutzen jetzt hier unten in unserem Eng die Funktion, die wir hier von unserem außenstehenden, von unserer neutralen Person sozusagen, diese Funktion benutzen wir. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die benutzen.
Aber wir schreiben es jetzt hier nicht nochmal extra hin, weil das hier schon quasi in eng drin steht. Hier steht ja Return FK von S. Und genau. Okay, so, wir haben also jetzt diese Zufallsfunktion hier genommen. Und mit dieser Zufallsfunktion haben wir unser Chiffrat erstellt. Also wir haben quasi etwas verschlüsselt, von dem wir selber nicht genau wissen, ist es jetzt echt zufällig verschlüsselt oder pseudo-zufällig verschlüsselt. Das wissen wir nicht. Aber das ist ja auch genau das, was der Angreifer von uns will. Wir sollen ja rausfinden, ob das hier Pseudo-Zufall oder Nicht-Zufall ist. So, und unser Angreifer A, von dem wir jetzt einfach wieder annehmen, er kann das Schema brechen. Der liefert uns jetzt hier ein B' zurück. Okay, B' mal wieder in der falschen Zeile. Ach komm schon. So, und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder war das hier eine echt zufällige Funktion oder aber es war eine Pseudo-Zufallsfunktion und wir haben nur so getan, als wäre es eine echte Zufallsfunktion. Gut, das Ding ist jetzt, wir wissen, dass B' gleich B sein muss, damit der Angreifer gewinnt. Aber wir haben auch schon das Wissen vom One-Time-Pad, dass es nicht möglich ist, dieses B' auszugeben. Das haben wir ja schon bewiesen. Ja? Darauf können wir uns auch ein bisschen stützen. Und wir sagen jetzt, wenn es hier eine echte Zufallsfunktion ist, die uns einen Schlüssel der Länge L von N, also in der Länge von der Nachricht hier ausgegeben hat, wenn es wirklich ein echter Zufall war, dann entspricht es genau dem One-Time-Pad. Sprich, der Angreifer A kann hier nicht B wieder ausgeben, mit einer besseren Wahrscheinlichkeit als raten, wenn es sich hier um eine echte Zufallsfunktion handelt. Okay? Das ist quasi der Beweis, dass wir hier das One-Time-Pad nicht rausfinden können, ob jetzt hier die Nachricht M0 oder M1 verschlüsselt wurde. Das ist genau das. So, hier ist es im Prinzip genau dasselbe. Wenn wir die echte Zufallsfunktion haben, upsalala, dann können wir nicht rausfinden, ob das jetzt die Nachricht M0 oder M1 ist. Denn so ist ja genau das One-Time-Pad aufgebaut mit einer echten Zufallsfunktion. Der Gen ist ja komplett zufällig und generiert uns einen vollen Schlüssel. Okay, so die zweite Möglichkeit ist, wir haben hier bloß eine Pseudo-Zufallsfunktion rausbekommen. Naja gut, wenn jetzt also B' gleich B ist, dann wissen wir, dass es sich um eine Pseudo-Zufallsfunktion handelt. Okay? Das heißt, wir geben hier als Reduktionsentscheider sozusagen, also wir sind hier drin jetzt der Entscheider und dieser Entscheider ist im Prinzip genau dasselbe, was ich letztes Mal gesagt habe. Der Entscheider gibt jetzt hier, ich brauche eine andere Textbox, tut mir leid, 1 aus, falls oder auch if und only if, also das schreibt man dann als if mit Doppel-F, nur wenn B' gleich B ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier also ein B', das gleich ist wie B. Das heißt, wir können eindeutig sagen, es muss sich um eine Pseudo-Zufallsfunktion handeln, denn ansonsten könnte unser Angreifer A das Schema gar nicht brechen. So, und ja, das heißt aber, wir können entscheiden, ob es eine Pseudo-Zufallsfunktion oder eine echt zufällige Funktion ist. Und nach Definition von den Pseudo-Zufallsfunktionen können wir das nicht entscheiden. Ja, was haben wir also? Wir haben einen Angreifer, den es gar nicht geben kann. Also wieder mal einen Widerspruch und damit haben wir bewiesen, dass die Version hier oben ein wirklich sicheres Verfahren ist, solange diese Pseudo-Zufallsfunktion auch wirklich ununterscheidbar von einer echten Zufallsfunktion ist. Das sagt jetzt nicht wirklich mehr aus, aber wir haben bewiesen, dass wir das machen dürfen, ohne dadurch irgendwie Sicherheit zu verlieren. Ja, es ist natürlich immer noch gegeben mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit, dass A richtig rät, aber da kommt jetzt zum ersten Mal dieses Nägel ins Spiel. Wir erlauben dem Angreifer richtig zu raten mit einer vernachlässigbaren Wahrscheinlichkeit Nägel. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Okay, so, so funktioniert ein Sicherheitsbeweis oder ein Beweis für dieses Schema hier, für den Pseudo-Zufallsgenerator. Jetzt könnte man meinen, wir sind fertig, wir können beliebig lange Nachrichten machen, solange wir einen guten Pseudo-Zufallsgenerator haben. Dazu werde ich übrigens auch nochmal was machen, aber das dauert noch. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch einen Haufen Angriffe, die ich euch alle noch zeigen möchte und vor allem können wir immer noch nicht
mehrere Nachrichten hintereinander verschlüsseln. Denn sobald wir mehr als eine Nachricht mit diesem eng verschlüsselt haben, sind wir kaputt. Und das werde ich euch dann nächstes Mal zeigen, warum wir kaputt sind, wenn wir das machen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.